Wir gehen jetzt zu einem Video, auf das ich mich schon sehr freue. Das wurde mir ein paar Mal vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob es lustig ist oder nicht, aber das soll genau meinen Humor treffen. Ich bin gespannt. Das Fahrrad. Technik und Wissenschaft. Alternative Fakten fürs Referat. Wir schauen rein. Das Fahrrad. Wer von euch ist schon mal Fahrrad gefahren? Niemand. Deswegen habt ihr keine Ahnung von Fahrrädern. Okay, habe ich verstanden. Das Fahrrad. Im Sommer 1817. Ja, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, gab es durch eine außergewöhnliche Hitzewelle nahezu kein Tierfutter mehr. Oh nein! Diesem Umstand fielen auch viele Pferde zum Opfer. So kam es, dass die Menschen plötzlich selber laufen mussten. Als die Belgradler Ingenieurin Eva Rad Faraday im selben Sommer zwei Hula-Hoop-Reifen an der Wand lehnen sah, kam ihr spontan die Vision zu einem alternativen Fortbewegungsmittel. Das Fahrradfahren als vegane Alternative zum Reiten war geboren. Im Laufe der Jahre veränderten sich Form und Funktion des Fahrrads. So gibt es heute stark spezialisierte Fahrräder, wie zum Beispiel das Mountainbike, oh mein Gott, das Hollandrad, oh nein, das Rennrad, oh nein, das Klapprad, nein, das Hamsterrad, das im Tandemmerladen erwerbliche Tandem oder das Tri-Rad zum Fahrradfahren lernen. Im Gegensatz zum Zweirad ist das Einrad kein Rad. Was? Okay. Alle Fahrräder besitzen grundsätzlich die gleichen Bauteile. Rahmen, Räder, bestehend aus Felgen, Speicheln, Mantel und Schlauch, Sattel, Lenker, Bremsen, Fahrradkette. Ist das dumm? Ständer, Gepäckträger, Lichter und Reflektoren sowie einer Klingel. Das Fahrrad ist inzwischen weltweit als Fortbewegungsmittel beliebt. So gibt es zum Beispiel in China deutlich mehr Fahrräder als Menschen. Das bedeutet, statistisch gesehen, es fahren dort unbemannte Räder durch die Gegend. Während Fahrradreparaturen eher selten stattfinden, sind Fahrradreparaturen oft notwendig. Hierbei hilft meist folgender einfacher Rat. Ist die Muffbreme verbrömelt und angeäumelt, muss man nur die Dichtbumme abquastern und neue Flanschpadden dranwürmern. Diese sind nun vierfach gefräubelt und damit neu umwiemert. Es ist so dumm. Das Rad sollte nun wieder rollen. Mehr Fahrrad ich an dieser Stelle aber nicht. Oh nein, es ist so schlecht. Selbst in der größten Verzweiflung hilft es bei der Reparatur aber nie, am Rad zu drehen oder ein Rad zu schlagen. Hat man kein Reserverad, ist es stets besser, eine komplizierte Reparatur in der Fahrradwerkstatt durchführen zu lassen, als komplett ratlos zu sein. Doch auch im schlimmen Fall der Ratlosigkeit gilt, kommt Zeit, kommt Rat. Was zum Teufel habe ich mir gerade angeschaut? Das ist wirklich Klotube, Alter. Das ist wirklich Klotube. Er wird seinem Namen gerecht, Ehrenmann. Es war ein ganz besonderes Video, sag ich mal so. Es war ein ganz besonderes Video. Was zum Teufel? Es gibt davon ganz viele Videos, oder was? Klotube-Küsse. Es gibt noch ein Video über Haie. Haie sind Fische aus der Klasse der Knorpelfische. Es sind weltweit 500 verschiedene Arten bekannt. Bekannte Haiarten sind zum Beispiel der weiße Hai, der Hammerhai, der Tigerhai. Das habe ich mir schon mal angeguckt. Das kenne ich. Der kleine Katzenhai und der Osterhai. Das kenne ich sogar. Männliche Haifische. Das habe ich mir, glaube ich, schon mal angeguckt. Fische werden als Heinz und weibliche. Als Heidi. Weibliche Tiere als Heike bezeichnet. Nee, Heike. Bezeichnet. Alle Haifische bestehen zu 64% aus Haiweiß, zu 30% aus Haigelb und zu 6% aus Haischale. Ich mag das irgendwie, es ist so dumm, aber ich fand das mit den Fahrrädern schon lustig. Es war weird, aber ich finde das, es ist halt, irgendwie mag ich dieses Konzept. Zur Paarung, der sogenannten Heirat, klettern die Haifische an den Strand und vergraben nach erfolgter Befruchtung ein Haiei in den heißen Sand. Aus diesem Haiei schlüpft nach rund 2 Jahren, meist an Heiligabend, ein Haiküken, welches sich dann auf den anstrengenden Weg in seine zukünftige Heimat macht. In seltenen Fällen schlüpfen aus einem Haiei auch 2 Haiküken, sogenannte einhaiige Zwillinge. Haifische können bis zu 400 Jahre alt werden
heißt es. Haie kommen in freier Wildbahn hauptsächlich rund um Haiti und in Shanghai vor. In Deutschland sind Haie nicht heimisch. Oh, RIP an dieser Stelle in Deutschland. Okay, es reicht aber da auch, ne? Klotyp, Küsse gehen raus. Ich mag's. Check Klotyp mal für mehr solcher Videos über Haie und Fahrräder. Hier gibt's ganz viele. Der Wal, der Bär, der Affe, das Huhn, das Pferd, Dinosaurier, die Kuh. Finde ich sehr gut. Gefällt mir. Werde ich mal in Zukunft noch mehr von gucken. Hello everyone, this is your daily dose of internet. This guy put on a mask that makes it look like... Den Clip kenne ich sogar schon, habe ich auf Twitter gesehen. He isn't wearing his mask properly. Das sieht so aus, als würde er die Maske nicht tragen. So, ich hasse Leute, die so rumlaufen. Hello? Sorry? My mask, it's up. Sir, it's over my nose. Oh wow, that is too cool. Oh wow, that is too cool. Okay. Yeah, this is how we roll. That's how we roll. Oh mein Gott. Was? Die hat eine Zunge ins Auge bekommen. Oha, oha, oh, au, 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 au. A hearing was taking place during a virtual court session, and a lawyer forgot to turn off the cat filter. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings to can you hear me, Judge? I can hear you. Der hat einfach einen Katzenfilter drin. You, I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I'm prepared to go forward with it. That's... I'm here live. I'm not a cat. I'm not a cat. Oha, was hat er alles für Gesichter da ins Schnee gemacht? Here's a time lapse of grapes turning into raisins. Wie werden die eigentlich zu Rosinen? Werden die so gedörrt in so einem Dörrofen oder was? Ja, ne? Krass, oder? Es gibt so viele Leute, die hassen Rosinen. Aber ich mag Rosinen. Was ich auch komisch finde ist, warum heißen eigentlich getrocknete Trauben oder gedörrte Trauben Rosinen? Und aber zum Beispiel getrocknete Bananen heißen getrocknete Bananen. Oder getrocknete Aprikosen heißen getrocknete Aprikosen. Oder getrocknete Apfel heißen getrocknete Apfel. Aber warum haben Rosinen einen extra Namen? Was soll das eigentlich? Was soll das? This is what it looks like when an Osprey goes fishing. Oh. Ein Fischreiher oder was? Ein Fischadler oder wie nennt man das? Osprey? Auf Deutsch? Oha, was er sich für einen dicken Fisch geschnappt hat. Der arme Fisch, aber so ist das Leben, ne? Der wird jetzt erstmal, wird er jetzt ersticken, der Fisch, weil er kein Wasser mehr hat zum Atmen, durch seine Kiemen, und danach wird er noch gegessen. A primordial pouch. All cats have them, as it helps protect their bodies when they get in fights. For some reason, this cat just has a very, very large pouch. This cat is thick, though. Ich einfach, wenn ich auf Nahrungssuche bin, in meinem Hängebauch. Here's a very unique looking dog. Oha, der sieht aus, als hätte so eine Maske auf, süß. This pipe had a little surprise inside. Oha, ist ein Frosch drin? Oh. These people were lucky enough to get an amazing view of this volcano erupting. Oh mein Gott, was? That's the end of this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Check auf jeden Fall deine Dose auf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.